Hallo Leute, grüß dich YouTube und willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben in der Livea-Ausgabe. Und wir sind offensichtlich von Greg bei den Piraten aufgenommen worden. Das sagt jedenfalls die schnieke Rüstung. Ich finde eine der geilsten Rüstungen eigentlich in Gothic. Ich finde die Handschuhe, die tragen da was dabei. Und wisst ihr, diesen einen Dolch da drin in den Gürtel, der macht's aus. So, bevor der Greg zurückkam und wir den Francis sozusagen ablenken konnten, haben wir eine Flaschenpost gefunden. Gucken wir mal drin. Schatzkarte gefunden. Gucken wir mal drin. Sehr gut gesagt. Wo ist denn die Schatzkarte? Ah, hier. Aha. Da sind also die ganzen Schätze vom Greg vergraben. Haben wir da ein paar von gefunden? Ich glaube, seht ihr da unten, recht zentral, bei dem Adanos-Tempel. Unten links, das da drunter, das haben wir, glaube ich, schon aufgemacht. Und das rechts davon, nee, das rechts an dem Sumpf, da haben wir ebenfalls schon gebuddelt. Also zwei haben wir eigentlich schon unwissentlich gefunden. Und die ganzen anderen, die können wir uns eigentlich noch angucken. Das ist dann prinzipiell, ich glaube, einer von den Piraten hat es auch gesagt, die Schatzkarte von Greg hat er sich selber eine Flaschenpost in die Hütte gesteckt. Das ist schon irgendwo das Äquivalent wie auf dem Desktop eine Datei mit dem Namen Passwörter zu speichern. Also wirklich, da hat der Greg ja geradezu Diebstählen eingeladen. Die erste Flaschenpost, also der erste Schatz scheint hier nach unten am Südstrand zu sein. Ich glaube, einer von den Piraten hat ja auch gesagt, dass Greg ihm mal einen Kompass geklaut hat und vergraben hat. Gucken wir mal, ob wir den hier finden. Wow! Und da sehen wir mal, was wir da haben. Da haben wir schon zwei Feuerwarane und einen normalen. Wenn sie nicht alle auf einmal ankommen, sollte das kein Problem sein. Unsere Schatzsuche. Das heißt, wir machen heute eine Schatzsuche. Jawohl! Oh, Alter! Zwei Schüsse. Easy! Der Alex hart am Lachen. Das war der Witz über sein, über Gregs Sicherheitssystem. Oh shit, die kommt zu zweit. Shit! Ins Wasser! Verdammt! Okay. Feuerwarana 1. Max 0. Ist kein Problem, das regle ich gleich. Lol! Den wollte ich in den Boden schießen. Also, heute Abend Schatzsuche und ich glaube Razorjagd. So, Feuerwarane. Irgendjemand einen Tipp? Vielleicht auf so einen Vorsprung klettern? Das reicht, lol. Ob das hier wohl ausreicht? Das ist aber recht. Es ist nicht so, es ist jetzt nicht wirklich so hoch. Ja, aber hier kommen die doch niemals hoch. Das sollte doch locker klappen. Ich werde hier mal lieber speichern. Da müssen wir den einen Varan nicht immer machen. Wobei, das kriegen wir jetzt beim ersten Mal hin. Okay, komm an. Wie hoch ist denn die Reichweite eigentlich von deren Feueratem? Die versuchen es auf jeden Fall. Den einen haben wir gleich. Oh Mann, den ersten haben wir. Geht dem einen gleich vielleicht mal das Feuer aus? Das ist natürlich schwierig, den jetzt einen Kopfschutz zu setzen. Oh Mann, ich fühle mich ja schon fast richtig schlecht. Wo ist er hin? Was? Ey! Geh mir nicht da hinten die Piratenpla... Oh, shit. Das war ein Fehler von mir, glaube ich. Oh, yeah! Da könnte man das, glaube ich, machen in dem Clip. And in this moment he knew... Shit. Ich muss ernsthaft versuchen. Ich wollte gerade sagen, den mehr Headshots zu setzen. So viel dazu. Ja, komm. Solange wir die auch so treffen, dann klappt das ja auch. Mein Feuerwarane sind man nicht eben einfache Gegner. Dadurch, dass die so schnell sind, finde ich sogar eigentlich die schwierigsten Gegner. Okay, da kommt er schon wieder. Also geht schon wieder schwimmen. Oh je.
springen! Oh Gott. Alter. Der hätte uns wieder fast gesnackt. Jawohl, jetzt ein Kopfschuss gelandet. Krieg ich nochmal einen hin? Ja, das war aber keiner. Aber ausgezeichnet. Waren das die einzigen Feuerwarane? 300 Erfahrung ist aber auch jeweils nicht schlecht, ne? Das hier... Oh, da hinten ist noch ein... Da sind, glaube ich, noch zwei. Oh, Mann. Okay, nehmen wir mal maximale... Könnte ich das eventuell hier auf so ein Podest schaffen? Das sieht mir ein bisschen neu aus, diese Podeste. Kann das sein, dass die durch die Mods eingefügt wurden? Aber ich komme da wahrscheinlich nicht hoch oder so auf den Ast. Das wäre jetzt Wunschdenken. Nee. Oder? Ah, ja? Na? Nee. Also, probieren wir es mit der Selbstmordtaktik. Versuchen ihn einfach mit dem Bogen und der Entfernung. Oh lol. Einfach, hatte er gesagt. Wir versuchen es einfach. Das war ja zum Scheitern verurteilt. Oh je. Yeah. Aber das haben wir lange nicht mehr gehabt, dass wir wirklich an Gegnern so verrecken. Ja gut, dann muss ich den einfach von hier hinten anlocken. Ja, da sieht man auch nur... Ich kann ihn ja nicht mehr sehen, ne? Habe ich den getroffen? Nee, habe ich nicht. Jetzt habe ich getroffen. Ab hier auf meine Klippe. Da kommt er an. Ha! Für den Moment habe ich aber auch gedacht, dass er mir zu nahe kommt. Und noch eine Bestie erledigt. Die kann jetzt beim Belia das Fondue anheizen. Haben wir da eigentlich... Wie viele haben wir jetzt eigentlich? Kann das sein, dass wir hier 4 Feuerwarane drauf haben? Oh, Herr. Werde ich das schaffen? Kriege ich das hin? Nee. Scheiße. Schade aber auch. Dann machen wir den ebenfalls auf unserer Klippe. Oh, der hängt fest. Oh, der hängt doch nicht fest. Verdammt. Ich brenne. Oh Gott, Heiltrank nehmen. Ah. Mist. Du hast das Gefühl, dass ich da noch nicht da sein soll. Nein. Das sind nur Hindernisse. Das sind nur Hindernisse, die das Spiel mir aufgibt, um mich selbst zu bewahren. Nee, aber ohne Spaß. Ich meine, du musst mal an die Levelgrenze denken. Ich bin hier Level 23. Die meisten Gegner, ich mache Schattenläufer mit 3 Schüssen tot. Prinzipiell könnte ich es auch später machen, ist klar. Aber wie viel bessere Bögen könnte ich hier denn zum Beispiel bekommen? Kaum bessere Bögen, glaube ich. Sicher, es ist ausbaufähig, aber... Übrigens habe ich herausgefunden, dass die kritische Treffer schon... Aber normalen war. Aber weißt du was, den versuche ich mal mit Nahkampfschwert zu machen. Jetzt stell mal vor, der wäre auf einmal mit einem Feuerwaran hinter sich angekommen. So. Wie Butter. Übrigens, die kritischen Treffer skalieren scheinbar nur auf dem Bogen-Damage selber und nicht der Geschicklichkeit. Ist gut zu wissen, weil. Das bedeutet, mit kritischen Treffer will ich, muss man eventuell nicht die ganze Zeit Geschicklichkeit hochtreiben, wobei das für den, sagen wir, Maximalschaden auf jeden Fall zuträglich ist, also bei nicht kritischen Treffern. Aber dennoch, so, komm ran, du. Ich mach, ja so, jetzt haben wir lecker Varan auf Strich für unsere Brötchen. Sah das hier auch so schon aus mit dem Kollegen, der es leider nicht geschafft hat. Ich meine, ist nicht so eine subtile Tarnung eigentlich für deinen Schatz, ne? So, mal gucken, was wir hier haben.
Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Einen goldenen Kompass. Gab es da nicht mal einen Film mit Daniel Craig? Wir haben ihn gefunden. Kann ich den benutzen? Ich kann doch keinen goldenen Kompass benutzen. Das ist der nur Zierde, oder? Goldener Kompass. Das Inventar ist natürlich Trumpf, ne? Ich wünschte mir, dass jedes Inventar in jedem Spiel so wäre. Wo ist er? Goldener Kompass. Ja, man kann ihn nicht benutzen. Aber eine Hacke habe ich. Gucken, was es hier in der Höhle gibt. Ha. Untote? Brauchen Extrakte Heilung, grobes Land. Kommt her, ihr Bestien. Oha. Wobei, die haben ja immer dieses extrem heftige Zurückweichen, ne? Muss man den ja... Oh, shit. Muss man ja lassen, dass die extrem vorsichtig sind, ne? Yo, Jules, alles klar bei dir? Du bist gerade gekommen, gerade zu Hause angekommen oder gerade bei mir? Wie lange mache ich heute? Also ich denke, noch gute eine Stunde 45 Minuten werde ich noch machen. Ne? Trank der Geschwindigkeit mal wieder, ist doch nicht schlecht. Wie geht's dir, Jules? Alles klar bei dir? Deine Woche bis jetzt. Guck mal, so viel einzelne Goldstücke. Sammelt ihr die auch immer auf? Es gibt in dem Systempack übrigens die Funktion, um den auch, um die ohne die Animation aufzunehmen. Aber das funktioniert nicht so einfach zusammen mit dem freien Zielen hier. Ah, gerade auf Twitch wollte ich schon sagen. Ja, sehr gut. Das freut mich auf jeden Fall. Ich bin geehrt, dass ich dein erster Stopp auf Twitch bin. Sehr gut, dann. Ring der Gewandtheit. 3 Geschicklichkeit. Haben wir jetzt aber nicht gerade so viel rausgeschlagen, ne? Ja, safe und selbst. Safe ist auch cool, ne? Hab ich, bin kaputt, aber Kaffee hält gut wach. Alter. Es ist, oh, guck mal, das Wetter hat sich gebessert. Super. Ne? Ja, dem wird das auch nichts mehr nützen. Der ist ein bisschen ausgedörrt. Der könnte auch mal ein bisschen was zu trinken gebrauchen, der Kollege. Ja, dann haben wir jetzt Gregs Schatz gefunden. Kurzer Zwischenstopp, ab in den Canyon. Mir geht's ebenfalls gut, Jules. Danke der Nachfrage. Ich bin euphorisch, denn diese Woche habe ich nur kurzes Arbeiten. Oh, guck mal, wie cool ich hier snowboarden kann. Kennt ihr auch dieses, wie hieß das damals? SNX, SFX. Goldbrocken liegt hier im Wasser. Schwebt ja bekanntermaßen. Diesen Snowboard Simulator. Na, das ist hier. Gothic. Und in Witcher. Ich habe eine gute Woche, denn eine kurze Woche, denn bei uns ist am Freitag der Geburtstag des Königs. Und das bedeutet, dass wir am Freitag nicht arbeiten müssen. Das heißt, am Freitag dürfen wir zu Hause bleiben und was trinken. So. Deine Ausdrucksweise auf jeden Fall. Finde ich cool. Wollte der nicht... den wollte ich... Den kann ich ja auch schon zum Canyon rekrutieren, aber ich weiß nicht, ob der direkt hinter mir herläuft. Ich will erstmal den finden, der den Kompass von mir haben wollte. Ich glaube, das war der... War das der Garrett? Nicht auf die Idee, mich zu fragen, ob ich beim Entertrupp mitmache. Was meinst du, was die anderen Jungs machen, wenn ich weg bin, hä? Wenn ich wiederkomme, habe ich nicht eine volle Kiste mehr in meiner Hütte. Ich bleibe hier so und passe auf unsere Vorräte auf. So gut, der Garrett. Ja, das kann ich mir vorstellen. Was geworden des Königs? Ich ziehe auch nach Holland. Ja, musst du machen, weil vor allem am Donnerstagabend, also vor dem Geburtstag des Königs, wird richtig Party gemacht. Amsterdam wird richtig heftig, aber werde ich nicht hingehen, war ich vor einigen Jahren mal. Das ist der einzige Feiertag, den sie uns hier mal gönnen, Alex. Das Problem ist, bei mir im Gebiet sind die streng protestantisch. Das heißt, der Großteil der katholischen Feiertage gelten hier nicht. So, der Garrett will zwar nicht mitkommen in den Canyon, aber hier hast du deinen Kompass. Hier ist dein Kompass. Ja, das ist er. Hätte nicht gedacht, dass ich ihn nochmal wieder auf Garrett. Sehe. Danke, Mann. Dieses Mal wird ihn Greg nicht wieder in die Finger kriegen. Her, nimm diesen Gürtel dafür. Cool. Er ist mein wertvollstes Stück. Gürtel des Schutzes erhalten.
Krass, gucken wir uns die doch direkt mal an. Hat das die falschen Leute gehört? Gürtel der. Oh, Gürtel des Schutzes. Schutz vor Waffen 7, Schutz vor Pfeilen 7. Ist eigentlich auch wirklich nicht schlecht. Aber momentan will ich noch die 5 Geschicklichkeit dazu haben, gerade für den Taschendiebstahl, wenn ich denn mal dran komme. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Aber später muss ich auf jeden Fall mal sowas wie den Schutzgürtel anziehen, auch wenn es an härtere Gegner sowie nochmal ins Minental geht. Ja? So. Geburtstag des Königs. Koningsdach nennen wir das bei uns. Fragen wir mal, ob der Samuel mitkommt. Ich nehme an, nicht. Der muss bei der Giftmischerei weitermachen. Ich kann ihn auch gar nicht fragen, ob er mitkommen will. Dann mach weiter, Samuel. Aber wir können ja mal ein bisschen was snacken. Machen wir mal ein paar Äpfel. Das bringt uns dann sage und schreibe 50 Leben. Aber Leute, der Vorteil ist, dass ich am Donnerstag dann richtig lange streamen kann. Kann aber sein, dass ich spät dann online komme am Donnerstag. Am Donnerstag oder Freitag? Muss ich mal gucken. Das Laufen im Autofahren zu Meckes. Ich drehe fast durch vor Hunger. Hungrige Russen sind gefährliche Russen. Das wollen wir ja nicht. Ha! So gut. Dann bin ich sozusagen der Podcast. Ich muss das eventuell mal ausarbeiten. Ich laufe ja auch manchmal bei anderen hier als Podcast. Das ist perfekt, du. Was holst du dir denn bei Meckes? Aber jetzt nicht schreiben, während du fährst. Oh je. Hey, du. Ist mir gerade erst im Nachhinein. Guck mal, wie geil das aussieht, wie die Sonne untergeht über dem Tal. Schade mit den Grafikfehlern an den Bäumen. Stört mich aber nicht zu sehr. Screenshot sollte man hier machen. Einrahmen über den Kamin. Den Bill kann ich scheinbar nicht fragen, ob er mitkommen will. Der trauert noch immer über seinen Kollegen Hank. Wegen dir lässt mich Greg jetzt hier Bretter sägen, bis es auf der ganzen Insel kein Holz mehr gibt. Lass mich bloß in Ruhe. Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns nochmal wiedersehen. Wie der Francis meckert. Und Paddy, da ist er. Da hat man es jetzt auch gehört, wie der Xadas den Regular Paddy begrüßt. Genauso wie der Alex und Hatzel. Die haben jetzt alle die Begrüßung drin. Damit ich auch direkt höre, wenn ihr reinkommt. Paddy, alles klar bei dir? Ich bin dann überraschenderweise doch drin. Leute, wisst ihr, wer, vielleicht haben ein paar von euch zugeguckt am Sonntag beim Kai Rosenkranz und Mike Hodge im großen Gothic-Stream. Die hatten ja zeitweise 2000 Zuschauer, ein paar haben bestimmt zugeschaut. Und passt auf, der Paddy hat da tatsächlich bei einem Gewinnspiel ein Gothic-Glas gewonnen. Wahnsinn, Paddy. Ne? Glückwunsch nochmal. Glückwunsch. Ampeln regeln, noch bin ich nicht im Auto. Gleich erstmal gucken. Also, hey, definitiv du, viel holst du dir vom Meckes. Sehr gut. Jetzt hat Greg mich zum Brettersägen verdonnert. Viel Spaß beim Monsterschlachten. Oh, der arme Morgen. Kommt er nicht mit? Ach ja, dann könnte ich jetzt den Ring geben, aber... Gibt's sonst noch was für mich zu tun? Da fragst du am besten den Captain. Ja. Wie geil das aussieht, dass die Lichtstimmung hier momentan. Richtig Hammer. Arbeit aus für heute und daheim. Ausgezeichnet. Also das heißt, du hast auch heute Schicht. Wann hast du denn nochmal Schicht die Woche? Ich muss mal wieder... Ich wünschte, es gäbe einen Hotkey für Fackeln. Dass ich die nicht so immer suchen müsste. Gibt's vielleicht einen? Kann ich das auf eine Taste legen? Nein, leider nicht. Ich mache hier immer meine doppelte Lampe. Ist doch alles nur Gerede. Na? Hashtag Healthy Lifestyle, Hashtag Direct Instagram. Sehr gut, Hashtag Healthy Lifestyle. Muss er so ein Selfie vor Meckes machen. Als er so langsam anzuzählen anfing und dann war es ich, kurze Herz, das glaube ich dir. Ich war auf Platz Nummer 5 bei dieser Auszählung über, was war Lee, vor der Kolonie. Da war ich der 5. Also habe ich viel zu früh geantwortet. So, den Skip jetzt fragen, ob er mitkommen will in den Canyon. Nochmal zur Erinnerung. Wir sollen ja für Greg ein Enter-Trupp zusammenstellen. Der hat ja gemeckert, dass er, als er abwesend war, weder der Morgan noch der Francis hier die Viecher ordentlich ausradiert haben. Und da sollen wir jetzt mal die Arbeit von Francis übernehmen. Mal gucken, ob Skip uns hilft. Worum geht's? Der Canyon wartet. Nimm bloß noch ein paar Jungs mit. Der Canyon ist mordsgefährlich. Korrekt. Komm mit. Komm mit. Auf geht's. Zack. Das ist eine Einstellung, die lobe ich mir. Wie sieht's mit dir aus, kann ich einen No-Name-Pirat fahren? Diese Hitze am Feuer macht durstig. Sag mal, hast du einen Grog für mich?
Nach wie vor, ich finde es übrigens richtig cool, dass anstatt neuer Tagebucheintrag, dass der Name von der Questa direkt steht. Glaubst du wirklich daran? Super. Hier, nimm einen Schluck. Hier, ich habe Grog genug dabei. Danke, Mann. Nicht mal, wie man ein Schwert hält. Wow, Riesengrog. Ja, das hat er wirklich behauptet. Du sollst mir helfen. Du sollst mir helfen. Befehl von Greg. Alles nur Gerede. Gut. Ja, komm mit. Sag komm mit. Nicht, du hast gut. Nicht gewusst. Gut. Gut. Klasse. Das ist Einsatzbereitschaft. Matt, komm mit. Was komm mit. Ich kann nicht weg. Ja, ich versuche gerade mich zu entspannen. Entspannen. Ach so. Das ist natürlich was anderes. Ich meine, natürlich komme ich mit. Ja, wo soll's denn hingehen? In den Canyon, du. Halt einfach die Klappe und komm. Ich bin schon fast versucht zu sagen, aber ich werde mal offen mit dem sein. Beim ersten war ich vorletzter mit dem Crawler-Sekret und als die untere Hälfte wegfiel, dachte ich nur so, na gut, das wird nichts. Ja, richtig. Ich meine auch die Chancen, ne? Wir sollen den Canyon säubern. Du bist verrückt. Da gibt's einen Haufen Viecher. Und Razor, die sind nicht ohne. Nimm deine ich beste weiß, Axt mit. Jetzt. Pack bloß ein paar Heiltränke ein. Wir werden sie brauchen. Tatsache ist, dass ich... Kommt der jetzt mit oder nicht? Ich brauche dich nicht mehr. Heiltrank geben. Also das heißt, der folgt mir schon. Garrett! Ach ja, genau. Der kommt ja nicht mit, weil er auf seine Fässer aufpassen muss. Du. Aber Brandon, du kommst mit. Du sollst mir helfen. Das ist ja was ganz Neues. Wer sagt Befehl das? Von oben. Greg, wir sollen im Canyon Razor jagen. Endlich passiert hier mal was. Von mir aus können wir sofort los. Je eher wir die Biester erledigt haben, desto eher können wir wieder hier sein. Interessant wird komm übrigens jetzt Folgendes, Leute. Da. Merkt ihr mal, dass es gerade stockduster wird? Soll ich wirklich in den Canyon gehen, wenn's hier Schicht ist? Vielleicht kann ich mit denen ja auch stattdessen in den Club gehen oder so. Ah, wie cool, dass ich eine Meute ich hier mittlerweile hängen habe. Lasst mich mal kurz speichern und gucken, ob ich bis zum Morgen schlafen kann, hier in der Hütte, ohne dass die mir wieder abhauen, da ich die wieder alle neu einsammeln muss. Also, denkt dran, erstmal Fackeln ablegen, weil sonst löscht das Spiel die. Guck mal, nein! Ich hab diesen Bug schon wieder, dass ich weder beten noch schlafen kann. Wie spät ist es denn? Können wir es überdauern? 20 Minuten, 20 Uhr. Marvin. Hero. Import. Bugfix. Ich glaube, diesen... Wieso haben wir eine andere Rüstung an? Ach, das ist jetzt wie in Gothic 1, ne? Ich werde immer geplagt von irgendwelchen Bugs gegen Ende des Spiels. Hero, Export, Bugfix. Ich finde dazu auch nichts mehr, ne? Genau! Bald ist Grillen bei... Und wieso habe ich auf einmal so wenig HP? Hatte ich eben schon so wenig HP? Wait a minute. Oh oh. Oh oh. Wisst ihr, was gerade passiert ist? Guckt, achtet mal auf meine Stärke, auf meine Geschicklichkeit. 95. Oh Gott, zum Glück hatte ich gespeichert. Ich hatte 95 Geschicklichkeit. Wie viel habe ich denn hier? 100 Geschicklichkeit. Leute, ich habe da aus irgendeinem Grund, hatte der einen alten Charakter geladen. Vielleicht habe ich zuerst Import-Bugfix statt Export gemacht. Yo, Hainan, alles klar bei dir? Wie sieht's aus? Schön, dass du doch noch gefunden hast, nachdem ich anfangs gesagt habe, ich breche ab. Hainan, bei dir ist Klaas am Sonntag eigentlich auch zugeguckt. Und Jules, warst du am Sonntag auch dabei bei Mike Hodge und Kai Rosenkranz? Ich kann jetzt immer noch nicht schlafen. Muss ich mal genau darauf achten, in welcher Reihenfolge ich das mache. Hero, Export, Bugfix. Hero, Import, Bugfix. Gut, da bin ich zwar unsichtbar. Aber das scheint noch die richtige... Da scheine ich noch richtig auszusehen. Schlaf mal bis zur Morgendämmerung. Und jeder Pirat ist weg. So, mal davon abgesehen, dass ich jetzt unsichtbar bin,
Sind die alle unsichtbar? Ich werde mal versuchen, hier zu speichern. Oh, verdammt. Die sind wieder einfach nur. Die sind einfach nur abgehauen, oder? Die sind jetzt nicht für immer weg. Hä? Wo ist denn der Skip? Leute, ich glaube, wir müssen das doch bei Nacht machen. Oder sitzen die jetzt hier hinten? Ich habe diese Woche Spätschicht, ich komme gerade erst von Arbeit, jetzt erstmal Füße ruhen lassen. Ach, da habe ich aber Glück gehabt, dass ich dich so treffe. Kann das sein, dass die weg sind? Okay, den könnte ich sagen. Suchen wir erstmal Skip. Was für ein Fehler ich gerade hier mache. Wer ist dieser Rosenkranz? Kai Rosenkranz, der Ersteller... Ha! Der wurde weggeskippt, so sieht's aus. Der Ersteller der Musik von Gothic 1, 2, 3 und Risen 1, glaube ich. Aber nicht den späteren Risen-Teilen und auch nicht den, von Elix, glaube ich, ebenfalls nicht, oder? Hey, was für Hölle? Wo ist der Skip? Potzblitz! Ich hätte ja kein Problem damit jetzt, Wisst ihr was, ich lade dann einfach den Spielstand, wo wir in der Nacht sind. Wir machen den Canyon bei Nacht. Weil da haben wir wenigstens alle Leute hier, die ich gerade nicht gesehen habe. Ultra riskant. Warte mal, Fackel, hier. So, dann holen wir uns die letzten auch noch. Also, Jules, schön aufpassen und hol dir bitte... Was wollt ihr von McDonald's? Der Jules holt eine, bringt eine Bestellung mit. Tut mir leid, ich habe gerade keine Zeit. Ich muss trainieren. Ja, pass mal auf. Was? Ach, ich kann dir das wirklich nicht sagen, ne? Versuchen wir mal, gib mir die Banditenrüstung. Gib mir die Banditenrüstung. Ich bin doch nicht verrückt. Greg reißt mir den Kopf ab. Er hat ausdrücklich gesagt, dass ohne seinen Befehl niemand die Rüstung bekommt. Ich kann sie dir nicht geben, vor allem jetzt nicht, wo er wieder da ist. Alles klar, Bones. Wenigstens ist der loyal zum Greg. Kommt der schon mit? Kann ich aber nicht fragen. Was machst du eigentlich, um so mal richtig die Füße zu entspannen, Heinan? Guck, ob der mitkommt. Der kommt auch nicht mit. Für Sparta. Ausgezeichnet. Ich würde ja sagen, für Korines, aber... Für Myrtana? Für die Mine. Nee, für die Kolonie. Das heißt, wir haben nur 4? Ich dachte 5. Warte mal. Können wir Henry mitnehmen? Du, der Captain hat dir einen eigenen Entertrupp gegeben, was? Nee. Dann sieh mal zu, dass die Jungs ordentlich was zu tun kriegen. Okay, Henry können wir nicht mitnehmen. Der kann ja... Ah, warte mal, hier. Alligator Jack. Der sitzt doch hier irgendwo draußen im Wald. Ich sage im Wald... Butlerfleisch. Unkraut. Hier ist eine Felswand. Feuerkraut. Warte mal kurz hier. Ne? Ah, hier ist er. Jack kann ich nur mitnehmen. Genau, lass uns jagen gehen. Alles klar. Du hast es nochmal geklippt, Alter. Dein Sieg. Warte mal. Haben wir jetzt alle noch dabei? Ah ja, der eine steht im Busch. Guck mal, was wir für eine tolle Truppe haben. So. Yay, win. Paddy räumt ab. Ja, nochmal Glückwunsch. Wahnsinn, Paddy. Finde ich super. Und man hat auch gemerkt, dass der Kai Rosenkranz, ich sag mal so, wie er selbst gesagt hat, er gönnt's jedem, aber er fand's schön, dass er den Namen, den er lesen konnte, dass der ihm etwas gesagt hat. Ich war kurz davor zu gehen übrigens, ne? Aber wie, ich hab's eben schon im Alex gesagt, ich fand's im Stream ziemlich cool, dass man da so ein paar Einsichten zu deren eigenen Verständnis von den Spielen bekommen hat. Vielleicht auch darum, dass die, sagen wir, recht bodenständig sind und es selber, sagen wir, nicht so als das Maß aller Dinge sehen, sondern als, sagen wir, deren Eigenkreation und dementsprechend die Zeit, die sie daran gearbeitet haben, lieben. Ein Mist viel weniger. Lol. Ich hatte keine Zeit zu tanken. Krass. Ja, dann sag was. Pass auf, bring mir mal eine Cola und ein Big Mac mit. Das Geld kriege ich dann später. Ja, so. Razorjagd, genau. Oh, da kommt noch einer.
Macht er keinen Schaden mehr an uns? Doch, der macht Schaden an uns. Und zwar nicht wenig eigentlich. Muss man vielleicht doch aufpassen. Ich mache ein Foto und schick's euch bald. Sobald es da ist. Ja, Kai ging voll ab. Und hat sie gefreut. Ja, richtig. Das sind nicht Überraschung. Eine Weidenbeere. Nochmal lecker. Ah, verdammt! So. Mana-Essenz. Nur 4 Razer übrig. Ich glaube, mittlerweile habe ich den einzigen Schaden hier eingesteckt, weil ich mit einer Fackel rumrenne. Und der... verdammt! Ja, da renne ich jetzt aber mal. Mach das mal mit dem Bogen! Helft mir! Geht so schön kiten. Wir sind der wahnsinnigste Enter-Trupp ever. Kann ich mit einer Hand trinken? Scheinbar. Ach, guck mal! Der steckt die eine Fackel in die andere Hand, um zu essen. Wie wahnsinnig ist das denn? Cool! Der Stream war 30 Minuten in der empfohlenen Twitch-Kanal auf Platz 1. Ah, für 1,99, da habe ich aber Glück keinen an. Die Sache ist ja natürlich... kriege ich hier noch was? Im Dunkeln ist natürlich immer so ein bisschen blöd. Aber wie cool das mit dem Licht hier wirklich ist. Dieser Blauschimmer. So, die kriegt er wohl alleine in die Wölfe. Jetzt kriege ich dich. Na, sehr gut. Ich würde ja... Lol, die Ratten machen sie sogar auch weg. Ich hab's immer noch drauf. Ich würde ja mitmachen, aber das ist ja mein Entertrupp und ich bin ja jetzt der Chef. Ich muss ja prinzipiell nur sicherstellen, dass die ihre Arbeit machen. Und dann auch gucken, welcher Pirat was drauf hat. Deswegen will ich denen nicht Arbeit wegnehmen, ne? Als guter Chef willst du ja den Leuten nicht sagen, wie sie die Arbeit zu machen haben. Du musst denen natürlich auch ein bisschen Freiheit geben. Ich bin ja nur hier zur Benotung eigentlich da. Ja, das ist natürlich der Vorteil. Aber war auch cool bei dem Kai Rosenkranz das Setup, wie der das mit diesen, hinter sich mit diesen holzartigen Vorhang gemacht hat. Das war ja, wie hieß das, eine Gardine oder so bei dem. Ah, es sind eine Menge Wölfe. Los, dann macht das mal. Okay, mal sehen. Ja, der Skip enttäuscht mich nicht. Aber Alligator Jack ist natürlich mein Lieblingsschüler momentan. Ich versuche gerade den Wolf anzuvisieren. Ach, verdammt! Verdammten Piraten. Muss ich euch ein bisschen wegziehen, damit das klappt. Nutze den Trupp aus und geh Orks töten für die Bibliothek im Canyon. Genau das habe ich vor und ich glaube, das hat man immer gemacht. Ich habe sogar manchmal so geschafft, dass ein paar von den Piraten dabei gestorben sind, ne? Das will ich jetzt vermeiden, weil die Bruderschaft der Piraten ist mir schon ziemlich ans Herz gewachsen. Wo waren denn die ganzen anderen Razer noch? Ich glaube, einer war noch übrig, ne? Ich glaube, da hinten. Ich habe 2 Big Macs, 1 Pommes und Cola bestellt. Deine Bestellung lohnt nicht. Ah, verdammt, da wird das kalt, bis das da ist. So, Leute. Orks, ich hasse die Biester. Dann greif mal an. Lol. Okay, verdammt. Lol. Knallhart ausgewichen und ein Level gemacht. So lohnt sich das. Jawohl. Da bin ich auch schon unsichtbar. Das ist prinzipiell der Chef inkognito. So, was hat er denn mit für den silbernen Ring? Ich glaube, hier hinten waren dann noch Razer. Machen wir... Ah, nee, gar nicht. Fangheuschrecken. Wow. Macht ihr sehr gut, Leute. Vor allem Matt, ich bin von deinem Einsatz überzeugt. Der Greg wird nun Gutes von dir hören. So, da haben wir einen Beißer, glaube ich. Skip, du mit dem Bogen bist aber auch super. Weiter so. Du kannst aber auch mal versuchen, mit den anderen Leuten zusammenzuarbeiten. Und nochmal. Ja, nicht schlecht. Skip wieder ganz vorne. Schon wieder ein Beißer. Sogar 2. Ich würde ja eigentlich gerne mal die Werte von den Piraten sehen, ne? Wisst ihr, was der Skip so eine für eine Trefferwahrscheinlichkeit hat? Weil so wie der trifft, das ist schon beeindruckend. Als ob man hier bei der Olympiade wäre.
Ist aber gar nicht mal so schlecht hier bei Nacht im Canyon, muss ich sagen. Aber ich glaube, viel weiter gehen die jetzt ungern. Vor allem da hinten den Schaman, den sollte man, bei dem sollte man aufpassen. Ob das so eine zündende Idee war? Ah, ich gehe mal lieber in den Schatten hier. Vielleicht kommt der Schamane dann an. Ja, genau, weil er zielt ja auf mich prinzipiell. Und so kann ich die nah an mich ranziehen. Ja, sehr gut. Macht ihn platt. Oh, komischerweise macht er weniger Schaden als ein Feuerwaran. Anführer der Horde. Tot ist er. Und, lol, und... warte mal, gab's da nicht noch eine Quest? Der hatte einen Schlüssel dabei. Hätte ich mir nicht vorher eine Quest von jemandem abholen können, die Orks hier platt zu machen? Oh, verdammt, da haben wir noch einen. Skip! Jetzt kannst du mal beweisen, was du drauf hast. Oh, der ist aber fast tot, der Skip. Vielleicht helfen wir dem doch nochmal. So, zu zweit schaffe ich mal. Da muss auch der Lehrer irgendwann mal eingreifen und über die Schulter gucken. So, hier. Und wie du es drauf hast. So. Dann nehmen wir die Fackel mal wieder auf. Und ich glaube, wir haben eigentlich alle Orks platt gemacht, ne? Haben wir, wie viele Razor haben wir hier eigentlich noch übrig? Hier haben wir noch zwei Orks. Alter, die machen aber, ich meine, gut, das sind vier Piraten oder so. Die schnetzeln, Alter. Das ist, als ob du ein Trupp Köche auf ein Kilo Fleisch loslässt. Ah, ein schlechtes Beispiel. Ein Kilo Fleisch ist nicht viel. So, der Jack, der haut rein. Haben wir eigentlich irgendeinen Piraten verloren? Ich glaube, keinen einzigen bis jetzt. Skip ist nur unsichtbar geworden. Die haben eine Menge Fleisch dabei. Das lobe ich mir. Skip ist noch da. Und das ist auch wieder da. Brandon ebenfalls. Alle am Leben. Sehr gut. Ich gehe mal mit denen zurück. Ich glaube, das sind alle Orks. Ich bin leicht... da oben ist, glaube ich, noch... Da oben sind noch zwei Orks. Da sind noch drei Orks. Da sind nicht wenige. Ah, da greifen sie von zwei Seiten prinzipiell an. Verdammt. Einen haben sie schon platt gemacht. Aber so... Sagt er nicht... Beschwert er sich nicht... Beschwert sich nicht einer von denen irgendwann mal von wegen, dass ich jetzt zu den Canyon leer räume oder so? Weiß ich gar nicht mehr. Gehen wir mal mit denen in die andere Richtung. Hier um den kleinen See herum. Aber wie cool die... Das alles aufgebaut ist hier. Okay, ich glaube nicht, dass die schwimmen können. Ein Kilo Fleisch gibt's bei dir täglich. Was denn für ein Fleisch? So ein Kilo Mett? Kommt ihr noch mit? Ja. So, Leute, was haltet ihr davon? Sollen wir mal in der Richtung hier gucken? Sind da eigentlich auch nochmal Orks? Da ist auf jeden Fall ein Razor. Ist das der letzte? Mist, viel weniger. Fast, fast. Da oben haben wir den letzten, glaube ich. So, dann greifen wir mal mit ein. Lol. Und null Razor übrig. Sieht so aus, als ob wir alle Razor erwischt hätten. Wir können noch ein bisschen durch die Gegend ziehen, wenn du willst. Hauptsache, wir bleiben im Canyon. Ja, von mir aus? Wenn sie von sich aus hier rumlaufen wollen, hör mal. Ein Hoch auf die Piraten! Ich sag nur, Piraten, ho. Ho? Ho. Nee, ich hab nicht der Weihnachtsmann. Was haben wir denn hier hinten? Aber Leute, wir haben doch schon fast alles platt gemacht hier hinten im Canyon. Ich meine, was ist das denn? Was war das denn für ein Viech? Ich kann es nicht looten, deswegen kriege ich den Namen gerade nicht. Ich müsste eigentlich mit einem Bogen drauf zielen. Komm, machen wir mal bei denen da hinten. Bluthund? Ach, das waren doch Orkhunde. Jawohl, ein Headshot. Seht ihr mal, wie man das macht. Canyon, das Auto im Canyon auch ein Optik-Upgrade bekommen hat. Ich weiß, was du meinst. Du meinst dieses Easter Egg. Oh, ob wir das mit dem freien Zielen hinkriegen.
Jawoll! So, und jetzt? Und weg ist es. Das können wir eigentlich gerade noch mal gleich nochmal gucken, wenn wir hier in der Bibliothek fertig sind. Ich will nur eben, ja, den Canyon eigentlich ganz ausräumen. Haben wir da einen kleinen Lederbeutel. Kommen die mir wirklich die ganze Zeit hinterher? Wisst ihr was? Ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal in die Richtung von der Bibliothek. Weil den Teil hier will ich mir tagsüber angucken. Und ich glaube, an der Bibliothek werden die so ziemlich sagen, dass Schluss ist. Weil irgendwann muss ja auch mal gut sein. Will ich jetzt nicht ewig hinter mir herlaufen haben. Ist ein super Trupp, also so ist nicht. Aber ich will auch mal irgendwo hier alleine im Canyon rumlaufen, ne? Nur schade, dass dieser Grafikfehler mit den Bäumen noch da ist, durch den Renderer irgendwie. Ich habe ein bisschen rumgespielt an den Einstellungen, aber nichts rausfinden können, wie ich das vermindern kann, woran das liegt. Und ich habe sie auch nur hier in der neuen Welt. Naja. Also das ist, glaube ich, die beste Quest in der ganzen Gothic-Serie, wo man Begleiter hat. Was meint ihr? Normalerweise ist ja Gothic dafür berühmt, wahnsinnig nervig zu sein, was diese Begleiterquests angeht. Aber das hier, finde ich, ist ein bisschen die Ausnahme. Gothic 1 mit Gorn, natürlich ein Wahnsinn. Wahnsinn, zum Haare ausreißen wäre das hier. Und die echte Ork-Axt noch. Ja, wenn ich sie hier habe, dann werde ich nicht anfangen, hier zu knacken. Man will ja nicht, es ist ja unhöflich. So, ach so, ja, wieso heute doch dann streamen? Ich meine, freut mich ja so, da war etwas enttäuscht, als gegen deine Absage kam. Ursprünglich musste ich meiner Freundin bei ihrer Vorbereitung auf für ihre Arbeit morgen helfen. Jetzt ist's gut. Willst du die ganze Insel entvölkern? Ha! Wir gehen zurück ins Lager. Ja, mach das mal, Brandon. Lol, Skip folgt mir noch. Oh, lol. Skip, du sollst mir nicht mehr folgen, glaube ich. Ich sollte meiner Freundin helfen und das habe ich auch gemacht. Komm mit. Auf geht's. Ich brauche dich nicht mehr. Ich brauche dich nicht mehr. Tja, das war's dann. Ich bin im Lager. Ich hoffe, dass der jetzt auch abhaut. Verdammt, die anderen folgen mir noch. Wann habe ich das letzte Mal gespeichert? 34, shit, vor 6 Minuten. Ich entlasse die jetzt einfach alle. Alles klar. Ich hoffe ernsthaft, dass mir das keine Probleme bereitet. Weil ich kann ja immer noch sagen, komm mit. Ich nehme an, dass sobald ich die Quest abgebe, dass ich... Ich nehme einfach mal an, dass sobald ich, die Quest abgegeben habe, dass das dann sowieso kein Problem mehr ist und dass die jetzt alle zurückwatscheln. Warte mal, habe ich nicht einen Piraten verloren? Skip, Alligator Jack, Brandon, Pirat. Nee, Quatsch, sind noch 5. Jeder hat überlebt. Also, und ich habe mir einer. Ach, Brandon, du bist ja noch dabei. Ich brauche dich aber auch nicht mehr. Ich brauche dich nicht mehr. Alles klar, kein Problem. Vielleicht trinken wir ja mal einen zusammen. Auf jeden! Also ich habe meiner Freundin jedenfalls geholfen und das ging schneller, als ich dachte. Und deswegen habe ich da nochmal ein bisschen Zocken reingeschoben. So, knacken wir mal die Truhe. Links, rechts und nochmal rechts und links und... Nein. Links, rechts, rechts und nochmal links und nochmal links und dann rechts. Nein. Aber das freut mich, dass ihr alle enttäuscht wart. Freut mich natürlich nicht, euch zu enttäuschen, aber es freut mich ernsthaft, von euch zu hören, dass ihr enttäuscht wart und dass ihr euch drauf gefreut habt, weil ich habe mich natürlich auch gefreut und schweren Herzens habe ich nur gesagt, Leute, es wird wahrscheinlich heute nichts. Ich wollte es aber auch früh sagen, für den Fall, dass ihr was anderes machen wollt. Dann war ich aber glücklich, dass ich früh fertig war und dann, und eine Schlafenschriftrolle, und dann schön mit euch zocken kann, ne? Ist ja auch wichtig. Na, der Paddy, du hast aber auch ein knallhart
dreckiges hier Verständnis davon. Schäm dich, du. Schäm dich. Ha! Das habe ich gar nicht gemerkt. Respekt aber, da bin ich reingelaufen in den, ne? Da! Krass, der Hey Nan kommt dann direkt hinterher. Hör mal, wenn ihr wüsstet, ich habe von 8 Uhr bis 10 Uhr geholfen. So, jetzt ist aber genug damit. Nicht, dass man das irgendwann fehlversteht. So, was haben wir denn da? Oh, da ist aber ein Gerippe, was da steht. Gerippe ist das. Guck mal, das ist ein McRib. Feuerteufel. Oh, der brennt. Kann ich hier ausweichen? Nee. Es würde sich also... Was meint ihr? Bogen? Soll ich es mal mit einem Bogen probieren? Ich meine, ich bin ja Jäger. Im Zweifelsfall. Ich habe aber auch Frostschriftrollen. Also Frostschaden. Meint ihr, ich kann in so einem Bogen schießen? Ich glaube... Probieren wir es mal so. Klasse. Okay, ein bisschen höher dann. Ja, da klappt der Winkel überhaupt nicht. Und vielleicht hier. Okay, gucken wir einfach mal. Wie stark kann das schon sein? So stark, dass ich daneben schieße. Ah! Habe ich Schaden gemacht? Was zur Hölle? Ha, das Monster. Oh, ich wollte gerade sagen, das Monster kann nicht raus. Das Monster kann scheinbar wirklich nicht raus. Es wird von der Magie gebannt. Wird das jetzt echt? Steht das Viech da jetzt echt drin? Ja. Der Hintern brennt dem. Ist schon richtig. Kann ich da nah genug ran und mit dem Nahkampfschaden? Wow, ey. Ja! Wasser trinken, Wasser trinken. Rennen. Oh Gott. Sie überwältigen meinen Schaden gerade, nicht wahr? Das Problem ist, ich mache den Minimalschaden. Ich mache gerade den Minimalschaden. Deswegen kann ich keinen Headshot bei dem landen. Das macht doch keinen Sinn. Wofür habe ich mir denn 10 Eislanzen gekauft? Bitte. Ich erstmal ein bisschen Blauflieder. So, Leute. 5. Ihr kennt ja alle die Pokémon-Regeln. Oder Universal-Regeln. Wahrscheinlich sind das Dungeons und Dragons-Regeln. Ist Pokémon-Kampfregeln sozusagen Feuer gegen Dings und Eis gegen Feuer? Sind das Pokémon-Regeln? Oh, das hat... Hör mal, hat das reingeknallt. Guckt mal auf sein HP. Hälfte weggezockt. Und nochmal... Das ist jetzt ein Eiszapfen. Eine wahrlich bedrohliche Bestie. Aber Ruhe jetzt. Dein Feuer ist ausgebrannt. Ist erloschen. Okay. Da könnten wir rechts und links gehen. Speichern wir erstmal. Sag mal, was haltet ihr eigentlich von Begleitern in modernen Spielen. Vielleicht kennt ihr ja The Last of Us oder das neue God of War. Da sind ja Begleiter, gerade sagen wir jugendliche Begleiter oder Kinder als Begleiter, recht große Komponenten vom Spiel, um dem Hauptcharakter so ein bisschen Tiefe oder Konflikte zu geben. Was haltet ihr von diesen Spielen, wo, sagen wir, mehr Begleiter zentral im Spiel mit drin sind. Dauernd warten noch mehr Feuerteufel auf dich. Ach, da unten warten noch mehr Feuerteufel auf dich. Bist du gerade am Handy? So, aber zu meiner Frage. Wäre ich mal interessant, ne? Fände ich mal interessant. Ist Last of Us darauf ausgebaut, zu zweit rumzurennen? Ich mag das Spiel. Ja, das ist auf jeden Fall genial. Ist der Hauptgrund, warum ich mir eine PlayStation 4 gekauft habe. Leicht bereut, weil ich nur Last of Us und The Walking Dead Spiele darauf spiele. Aber vielleicht demnächst auch Horizon Zero Dawn. So, machen wir mal die Tür auf. Habe ich eigentlich gespeichert? Ich glaube, ich habe gespeichert. Okay, was passiert hier? Ah ja!
prinzipiell sollte man dem ja gar nicht überhaupt nicht Schaden machen mit den scharfen Gegenständen. Oh, da sind doch. Yay! Das ist der, das ist der falsche Raum. Ja, ich. Oh, verdammt! Wow, Bro! Lars! Der war ja noch hinter mir. Hol dir unbedingt Nier Automata. Paddy sagt, ist nicht schlecht. Packen sie aber meist dann aus, wenn es eine größere Reihe ist und sie haben nach dem zweiten und dritten Teil keine Idee mehr, wie sie mit einer Charaktertiefe sonst was rausholen können. Naja, jetzt bei God of War wäre es auf jeden Fall richtig. Da ist es ja so prinzipiell, dass sie nach ewigen Teilen ich mach mal hier ein bisschen das Licht an. Ist nicht so stark, aber dann können wir hier besser kämpfen. Aber God of War soll durch diesen, durch das Begleiten von dem Sohn schon richtig cool sein. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt die Steinwächter einzeln anlocken. Oh! Lol, das ist die Bestie, die sich da. Habe ich ihn getroffen? Ja, habe ich. Warum? Hab ich dann doch nicht mehr getroffen. Was zur Hölle? Ich muss zugeben, Paddy, ganz. Da muss ich. Bin ich, das ist ganz peinlich. Ich habe God of War nicht einen einzigen Teil gespielt. Ich weiß nicht warum. So, würdest du mir vorschlagen, dass ich mir God of War so. Da gibt es doch bestimmt eine Remaster von allen Teilen für die PlayStation 4. Würdest du mir vorschlagen, dass ich mir die ganze Serie hole oder eventuell nur bestimmte Teile? Ah, sehr gut, der kommt da schon alleine an, der eine Steinwächter. Jetzt darf nur der Feuerteufel nicht mehr ankommen. Bald hast du deine Betty. War die Betty nicht im Banditenlager bei dem einen Typen? Achso, ja, dann habe ich sie. Du hast auch kein einziges davon gespielt. Aber juckt dich nicht ein bisschen, Alex? Weißt du? Welche Spiele hast du denn davon gespielt, Paddy? Okay, Leute, was sagt ihr? Sollen wir rein. Hol dir Nier Automata, sagt er wieder. Oha! Jawoll! Wie viele Eislanzen gibt es in dem Spiel? Ich habe jetzt, glaube ich, noch 5. 92. Not at all, sagt er. Da hat er null Interesse für. Okay. Eine Heilwurzel. Ist nicht schlecht. Hör mal. Der Feuerteufel haut aber richtig böse drauf. Können wir das jetzt lesen? Ja, können wir. Quahodrons Alter machte es ihm unmöglich, unser Heer zu führen. Und so bestanden die Priester auf ihr Recht der Befehlsgewalt über ihn. Sie wiesen ihn an, sein Amt niederzulegen und das Schwert weiterzugeben. Der Rat der Fünf sollte seine Nachfolge bestimmen, doch die Kaste der Krieger verweigerte dem Rat die Wahl. Die Krieger wollten sich nicht länger auf den Rat der Fünf fügen und erwählten seinen Sohn Radames zu ihren Anwesen. Ach guck mal, das war nicht nur Quahodron, sondern der gesamte Rat des Kriegers, der es gemacht hatte. Hatte ich ganz vergessen. Also Radames. Nicht Radames, hatte Paddy ja gesagt zu ihrem neuen Anführer. Aus Stolz und Vertrauen in sein eigen Fleisch und Blut entschied Quahodron sich dazu, ihnen nachzugeben. Überreichte das Schwert seinen Sohn in der Hoffnung, dass er es mit der gleichen starken Hand führen möge, wie er selbst es einst tat. Ja, hier nochmal was zum Hintergrund, dem Beginn des Niedergangs von Jakendar. Eine Heilpflanze hatten wir hier noch. Guck mal, da waren die Krieger also diejenigen, die Radames vorgeschlagen haben, sozusagen. Die Übernahme des Steuers durch Radames. Ich meine, ich will hier keinen Spoiler für den vierten Teil, also wenn es dich interessiert, was am Ende des vierten MFG-Game rauskommt, steht hier per PN. Okay. Hab alle gezockt. Stell mal vor. Ebenfalls so eine Reihe, die ich nie gespielt habe. Wie heißt es nochmal? Tomb Raider nur mit einem Kerl.
gucken, wer es als erstes raus hat. So, gucken, was wir ganz unten finden. Ich werde auf jeden Fall mal ordentlich essen. Du meinst typischer Hype? Das kann sein. Ich glaube, so ein bisschen Zeit muss man auf jeden Fall vergehen lassen, bevor man sagen kann, ob das Spiel richtig golden ist oder ob es einfach nur Hype ist, weil es länger nichts mehr gab, was die Leute umgehauen hat. Ja, ganz genau, Uncharted, den meine ich. Habe ich ebenfalls nie gespielt. So, mal gucken, was hier drin ist. Eine goldene Schatulle, eine goldene Schale und drei alte Steintafeln. Da freut sich der Meister Vatras. Oder die alten Indie-Titel, du bist mir auch so einer. Quahodron, der Hohepriester Cardimon und ich selbst berieten in diesen Hallen über einen Weg, Rademis und das Schwert zu bezwingen. Ach, guck mal, da ist es dann. Hätte ich die andere erst lesen sollen. Ich lese das nicht chronologisch, kann das sein? Rademis war schwach. Die Welle des Schwertes übermannte ihn und machte ihn zu seinem Werkzeug. Das Leid und die Grausamkeit, die er in seiner Verblendung über unser Volk brachte, vermochten nicht einmal mehr die Heiler zu lindern. Das Schwert erkannte schnell, dass das Volk zu schwach war, um seine Pläne zu durchkreuzen. Allein die Macht unserer Ahnen konnte ihm noch gefährlich werden. Und so ließ es Rademis alle Totenwächter verbannen oder hinrichten und machte so jede Hoffnung auf Erlösung von diesem Übel zunichte. So war kein einziger der Totenwächter mehr zugeben, als die verbliebenen vier entmachten Anführer unseres Volkes den bitteren Entschluss fassten, Jakendar aufzugeben. Der Krieg tobte in den Straßen, als die Heiler aufbrachen, um den einzigen Zugang zu unserem Tal für immer zu verschließen. Genial. Es wird Zeit für ein neues Indie-Spiel, so wie Fate of Atlantis. Das war auf jeden Fall cool, aber ich glaube, das war auch das, was ich da gespielt hatte. Quahodron, der hohe Priester Cardimon und ich selbst berieten in diesen Hallen über einen Weg, Rademis und das Schwert zu bezwingen. Quahodron und Cardimon waren der Meinung, Rademis mit vereinten Kräften im Kampf besiegen zu können. Doch ich kannte die Macht des Schwertes zu gut, um daran glauben zu können. Also wirklich aus Quahodrons Hand hier geschrieben. So machte ich von meinem Recht Gebrauch, die Entscheidung der beiden anderen zu überstimmen. Ich beschloss stattdessen, Rademis mit einer List zu überwinden. Quahodron folgte der Entscheidung des Rates. Er begab sich in den Tempel Adanos und schickte nach seinem Sohn. Der Hass seines Sohnes hatte schon solche Gestalt angenommen, dass Rademis in wilder Raserei in den Tempel stirbt, um seinen Vater zu richten. Er erkannte unsere Pläne erst, als es für ihn zu spät war. Quahodron verschloss die heiligen Kammern des Tempels hinter sich und Rademis war für alle Zeiten im Tempel gefangen. Das ist die Geschichte. Wahnsinnig cool. So, in der Truhe habe ich doch alles eingesammelt. Warum gibt er mir den Fokus noch? Merkwürdig. 1 plus 3 auf meiner PS2, da ich die selber hatte. Ach, guck mal, siehst du mal. Da hast du also 1, 2 gespielt bei deiner eigenen. 3 hast du nicht. Was hast du denn sonst so? Was war denn dein Lieblings-PlayStation 2-Spiel, Paddy, wenn du eine 2 ebenfalls hattest? Guck mal, und 4 per Let's Plays. Ist doch super. Die hatte ich ja auch schon leer gemacht, oder? Ich glaube, wir haben nur noch auf der anderen Seite den Zugang. Mal gucken, was wir da finden. Ab 10 alten Steintafeln gibt es bei Vatras für jede Tafel ein Mana, aber nur, wenn du jedes Mal mindestens 10 Stück auf einmal abgibst. Ansonsten kriegst du nur Crap. Ja, ich glaube schon, ne? So, dann gibt's ja nur Tränke oder Schriftrollen. Gibt's eigentlich einen Remaster von Fate of Atlantis, Alex? Oh yeah! Wenigstens steht da. Na? Wenn die zwei nicht zurückschrecken, dann ist das schon ein bisschen nervig gerade. Weil der den anderen nicht anvisiert. Und ich zu schnell zuschlage. Oh, jetzt wird's aber knapp. Jawoll! Richtig Glück gehabt. Final Fantasy X, gesuchte wie ein Irrer auf der PS2. Ich hab's schon fast gehofft, weil Final Fantasy X war auch das, was ich gespielt habe. Wobei ich muss zugeben, da fand ich Final Fantasy IX hatte ich in schönerer Erinnerung. Das war mein Lieblings-Final Fantasy damals. Da ging mir aber gerade wirklich nochmal kurz die Pumpe, ne? Wie das Viech angerannt ist und wie ich hier mit 33 Lebensenergie rumlaufe. Alter Schwede. Ein Remaster, ja, ich glaube, diese ganzen alten
Weil bei wem liegt die Lizenz eigentlich? Bei Disney, ne? Oha, kriegen wir den hin mit unseren HP? Nein, kriegen wir nicht. Disney hat das doch, oder? So. Zum Glück ist der Feuerteufel da, der uns ein bisschen Licht spendet. Alter, das Fleisch muss aber mittlerweile, ne? So, jetzt aber. Ich hätte eigentlich mal, ja genau. Bloß speichern. Oh je. Da habe ich mich auch gerade ein bisschen blöd getan, was das Schwertkampf angeht. Da haben wir es aber trotzdem noch hingekriegt. Der Feuerteufel, richtig cooler Effekt. Habe ich genug Mana? Nein, da schüttelt er die Schultern. Blauflieder muss wieder herhalten. Ich muss auch sagen, Final Fantasy X muss man aber wenigstens sagen, hat er auf jeden Fall das Spiel so ein bisschen in die Moderne geholt, was das Kampfsystem angeht. Weil man in Final Fantasy X ja auch zum ersten Mal wirklich, ja, man konnte ja Gruppenmitglieder auswechseln während des Kampfs in Final Fantasy X. Was habe ich denn hier gerade gelootet? Da gibt's nichts in dem Sack. Eine gelbe Steintafel, die gibt's hier schon. Kann ich mir die ansehen? Lesen? Lesen kann ich die nicht, ne? Doch, kann ich! Ich, der sich gegen den Entschluss der drei gestellt hatte, erbaute die erste Falle. Und nur ich kenne die richtige Pforte. Okay, das hilft uns bestimmt später weiter. Gucken, was hier drin ist. Dann lesen wir mal die ganzen Steintafeln, hier. Kleinlederbeutel, Sarkophag. Kugelblitz! Ist eines der Heilung. Noch ein und noch einer. Spiele das auf der PS Vita. Ah, mein Gott, ja. Wie ist die PS Vita? Wie? Von der Batterie zum Beispiel. Denn nur den Totenwächter. Kann es sein, dass ich hier die falsche Reihenfolge wieder hatte? Muss ich zuerst den hier lesen? Hier ist ja gar nichts. Komisch, das sieht aus, als ob hier ein geheimer Durchgang wäre, ne? Fackel oder so kann man hier nicht zufällig benutzen. Nee. Na, dann lesen wir zuerst den hier. Ja. Aber das Feropet war schon schwer, muss ich ja auch zugeben, Alex. Radimis war auf immer eingeschlossen im Tempel Adanos. Doch die Macht des Schwertes war nicht gebrochen. Sein Einfluss war schon zu groß geworden. Das Morden in den Straßen wollte nicht enden. Adanos Zorn war es, der alles beendete. Das Meer erhob sich über Jakendar und die überflutete die ganze Stadt. Nur noch die höher gelegenen Tempel und Bauwerke waren nahezu unangetastet geblieben. Ja, Canyon wahrscheinlich ganz voll gelaufen hier. Rohrbruch, Egad, hol mal ein Schnibbelstück. Sorry. Die wenigen, die diese Katastrophe überlebten, hatten nunmehr nicht mehr die Kraft, die Stadt wieder aufzubauen. Und so war das Schicksal von Jakendar besiegelt. So, mal gucken, was wir hier noch haben. Denn nur die Totenwächter war es möglich, die Ahnen zu rufen. Ihre Abwesenheit schmerzte tief. Ohne den Rat der Ahnen sind wir der Willkür unseres Volkes ausgeliefert. Die Heiler wurden entsandt, das Portal zu versiegeln und den Schlüssel zu vernichten. Nur Adanos weiß, was ihnen so geschah und ob sie ihr Ziel jemals erreichten. Die Kriegerkaste ist vernichtet durch den Zorn Adanos. Das Herz des alten Kriegerfürsten ist gebrochen. Nur die verbliebenen Priester schüren noch die Hoffnung und predigten unablässig von der Wiederauferstehung unserer einst so prächtigen Stadt. Doch wir, die Gelehrten, kennen die bittere Wahrheit. Jakendar ist gefallen und wird im Sturm der Zeit vergehen. Im Strom der Zeit vergehen. Hör mal! Ich wünschte, ich könnte die raushauen, ne? Der Watras, der wird sich darauf richtig freuen. Dann haben wir denn hier? Steintafel des Bogenschützen 3. Ausgezeichnet. Ja genau, die gab's ja hier. Klasse. Das ist super. Gerade für mich als Jäger. Hör mal, da wären wir auf 81. Gibt ja, glaube ich, 6, ne? Das war jetzt die Geschichte über Jakendar. Weil hier ist ja prinzipiell das Haus der Gelehrten, wo die auch sagen, weil das niederschreiben. Und das ist auch wichtig, dass sie es niederschreiben, damit wir was über die Geschichte von diesem Tal
ja, erfahren konnten. Wir waren sozusagen in der Bibliothek. Ne? Haben wir mal was gelernt in Gothic. Soll man ja nicht sagen, dass das hier nicht lehrreich sei in diesem Stream. Also mit der Aufnahme mache ich dann hier aber auch Schluss. Ich werde jetzt noch hier ein bisschen im Canyon ein bisschen rumwatscheln. Aber dann mache ich die Aufnahme erst wieder dann an, wenn ich bei Greg vorbeischaue. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!